Guten Morgen, Freunde. Wir haben jetzt gerade 7 Uhr früh. Ich gucke auf meine Armband, obwohl das gar keine Uhr ist. Und es ist der letzte Tag für mich heute in der Villa. Ich reise ja ein paar Tage früher ab als die Boys. Habe jetzt hier meine Sachen schon gepackt, also wie man das nennen mag, halt gerade in den Koffer getan. Und wir machen allerdings heute noch nach Los Angeles. Das heißt, Sven, gegebenenfalls Marc und ich gehen noch ein bisschen shoppen. Und die Boys gehen in den Freizeitpark Six Flags. Das heißt, wir haben eigentlich noch einen ganz nicen Day heute. Ja, und vorbereitet die Zahnbürste. Ja, das heißt, heute nochmal richtig draufhauen. Und schon sind wir im Auto, allerdings schon beim nächsten Fail angelangt. Wir sind an der Tankstelle und wissen nicht, was wir tanken müssen, da das ja wie gesagt ein Mietwagen ist. Und jetzt geht die Mutter von Heiko und Roman nicht ran. Und in den USA ist es auch so, man muss erst Geld bezahlen und kriegt dann praktisch sein Limit zum Tanken. Aber wir wissen halt nicht, was wir tanken müssen. Und deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen Fail. Und der Tank reicht vielleicht noch 10 Minuten oder so. Nicht gut, Freunde. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Endlich nach circa einer Viertelstunde getankt. Jetzt sind wir auf den Streets und jetzt geht unser Motto Back to LA los. Und dann schauen wir mal, wann wir ankommen. Back to LA. Freunde, Roman muss ganz dringend aufs Klo, seine Blase ist 90% geladen und Sven hat einen super Effekt. Schnell, fahr ein bisschen lang, dass du... Wo willst du hier pinkeln? Ja, da hinten irgendwo. Alter, wo sind wir hier? Warte mal. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Digga, mach doch mal die Scheiße, da stopp! Ich piss hier einfach hin gegen den Zaun und stier. Nee, bis davon ist eigentlich einfach so. Ich geh jetzt irgendwo hin, wo man... Scheiße, Freunde, scheiße! Ist was richtig Dummes passiert. Was? Ich muss gerade auch aufs Klo. Nein! Ja, doch, jetzt muss ich aufs Klo. Jetzt muss ich Roman hinterher rennen. Toll, eben mach ich mir noch Lust. Der muss eigentlich nie. Wo ist er denn? Hä? Roman! Scheiße! Warum muss ich denn jetzt auf einmal auch pinkeln? Nur wegen dem Sound von Sven. Roman! Ich muss auch auf einmal! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Scheiße! Komm mal weg, helfe mal! Ja, okay, warte mal. Ich schwöre! Das war ein bisschen erleichternd, fertig. Und jetzt müssen wir nur noch zum Auto zurückfinden, weil wir sind ja erstmal ein ganzes Stückchen gerannt und wissen nicht, wo wir jetzt gerade sind, orientierungsmäßig. Aber das finden wir schon. Back in the car, Freunde. Ist geschafft. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz Sven ist busy und. Was? Warum musst du denn jetzt raus? Warte kurz. Hallo! Egal, es geht weiter nach L.A. Ja, auch ohne Sven. Kann ich kurz wieder. So, wir haben jetzt einen kurzen Stopp gemacht bei In-N-Out Burgers. Das ist so eine bekannte Burgerkette in den USA. Und wir sind mit unseren Eierhawks hier und ordern hier ein bisschen was. Und genau, das war super gut. Und wir sind wieder zurück im Auto. Hat ein bisschen gedauert, weil voll viele Leute auf einmal was bestellt haben. Aber die Burger sehen richtig fett dafür aus, dafür, dass sie so günstig waren. Also ich glaube, ich habe für das ganze Menü irgendwie nur 7 Dollar so bezahlt. Ich habe 2 fette Cheeseburger und noch Pommes. Mega lecker, ey. Pommes sind einfach gar nicht gesalzen, das muss man erst drauf machen. Und dann essen wir jetzt kurz und dann geht's weiter mit Trip to L.A. So, wir sind jetzt bei Six Flags angekommen, diesem Freizeitpark mit den mega crazy Achterbahnen. Und die Boys steigen jetzt aus. Get the fuck out of here! Lass mich mal raus hier. Ja, weißt du? Nee. Ja, ich spring raus. Nein. Ich mach's wirklich. Hey, du springst. Der ist einfach rausgesprungen. Alter. Hä? Kann ich hier überhaupt zurückfahren? Nein! Darf ich hier nicht zurückfahren? Hä, wie? Wo muss ich denn was zurückfahren? Ich muss doch hier rausfahren! Ja, vor allem die Miete. Doch! Kann ich doch nicht! Doch! Kann nein! Du. Ich kann hier nicht natürlich mit. Natürlich kannst du das! Soll ich über die Wiese fahren? Warte. Soll ich über die Wiese fahren?
Sven, soll ich mit? Ja! Okay! Nein. Alter! Shish! Ja, that's the US Traffic, Freunde. Und wie gesagt, jetzt geht's back to LA. So, wir sind jetzt gerade noch bei einer Tankstelle vorbeigefahren und ich habe exakt für $10 eingekauft. Ich schwöre. Ich weiß noch nicht, was du hast. Ja. Ich mache immer einen kleinen Haul. Ich habe einmal so Zwiebelringe, so. I don't know. Dann hier so ein. Guck mal, das sieht aus wie Tofu. Das sieht aus wie Tofu, Freunde, aber das ist irgendwie so ein Riegel. Cream, keine Ahnung. Ich dachte, drei Musketiere. Wir sind eigentlich nur zwei, aber wir sind stark genug für drei. Kennst du diese Trolli? Mhm. Diese Dinger? Das sind saure Eier, Mann. Saure Trolli-Eier. Und Starbucks. Ich glaube, das war das teuerste mit $4 was oder ist so. Das? Starbucks. Ah. Cappuccino. Pass mal auf. Ich renn gleich in den Laden. Give me your fucking money! Give me your fucking money! The money, fuck! Warte mal. Das ist echt gut. Das ist nicht gut, das auf dem Parkplatz zu machen. Mach mal. Nein, ganz kurz. Dann nimm mal ab. Nee. Jetzt Police Officer kommt. Give me your fucking money!